eins auf dieser Welt. Und heute entscheiden wir, welches davon das krasseste ist. Okay. Seit 20 Jahren im Game, jetzt ist Schluss mit Gelaber. Du bist ein Schuss in den Ofen wie ein Team Rocket Versager. Über 800 Pokémon ist für dich leider zu krass. Wenn ich meine Artpack nachher auspacke, werden alle Girls nass. Ich zerfetze die Szene und alle schauen verwundert, denn ich stampf alles in den Boden wie am Mewtwo Level 100. Was steht davon, blockiert mir ein Relaxo den Weg. Ach nee, ist nur deine Mutter, die da steht. Ich bin das sweete Maskottchen, das jeder liebt, bis ich Donnerblitz und Verschellen verteilt. Sorry guys, ich bin der King des Gyms, ja, wie ein Bodybuilder. Wenn ich die Arena enter, rennt ihr schnell zum Pokécenter. Ich los und schnapp sie mir alle, bin heavier than ever, du bist halt nur ein kleiner Keks. Ohne Chief Carvador, du hast schon beim Start verloren. Ihr könnt alle einpacken, ja, wer will mit mir Beef? Egal was du einsetzt, es ist nicht sehr effektiv. Ihr meint, das wär krass, oder was? Ich hab schon so viele Monster in meinem Leben gekillt, da kommen jetzt noch ein paar drauf. Schluss mit der Kinderkacke, Link ist down, fick die Hater. Ja genau, ich heiß nicht Zelda, you wanna be Gamer. Gegen den Helden von Hyrule habt ihr alle verloren. Ihr habt schon Klasse gerettet, da wart ihr nicht mal geboren. Also zollt mir Respekt, ihr verdankt mir euer Leben. Ohne mich hätte es euch Rip-Off Games alle nicht gegeben. Ihr seid mir krass unterlegen, ihr kriegt mein Schwert zu spüren. Ich schmeiß mit hunderten Bomben oder mit Töpfen nach dir. Ich war schon Boss der Konsole, da war ein Computer noch so fett. Ich bin als erster gekommen, als wär ich scheiße im Bett. Das Battle ist gelaufen, könnt euch alle verziehen. Ihr seid wie China-Plastik, alles billige Kopien. Wer ist der Boss? Und wer macht nur lame Shit? Jetzt entscheidet ihr, wer das beste Game hier im Game ist. Wer ist der Boss? Und wer macht nur lame Shit? Jetzt entscheidet ihr, wer das beste Game hier im Game ist. Ihr lächerlichen Games denkt wirklich, ihr wärt hart? Nein, nichts ist so hart wie das echte Leben. Oder eine Simulation davon. Moment, Moment, Moment mal, wie sieht das hier überhaupt aus? Dann nimm den Architekt, kann gar nichts und schon zweimal nicht bauen. Bei mir könnt ihr leben, ja, wohnen und Designer-Shit kaufen. Und das mit sahniger Grafik statt so einem Pixelhaufen. Man muss hier nichts wissen, Sims spielen, ach, jeder kann das. Wenn dein Leben scheiße, spiel halt das von wem anders. Bau ein Haus, bau ein Pool, was kann es Geileres geben? Natürlich ist alles mit Geld, sonst wär's ja wie im echten Leben. Ich bau Anwesen, wertvoller als dein Jahresverdienst. Man zählt, ja, der Shit, von dem du dreamst und du schläfst. Mit großen Keller, um alle 800 Pokémon zu halten. Das sind 150 Kohle und der Rest sind bunte Missgestalten. Leute, ihr seid doch alle viel zu alt zum Rappen. Wird Zeit, dass mal ein Newcomer kommt und hier richtig aufräumt. Ich bin der einzige Shooter, ihr seid nur ein Kinderspiel. Ihr habt geschossen, trotzdem wollen mich alle Kinder spielen. Ich bin der Star in der Geldwelt und werd mit jedem Patch noch cooler. Macht's gut, ihr Loser. Ich bin ein lautloser Killer, zerstör euch Ninja-Style. In meinem Auge, das schon fach ich euch von hinten kalt. Ich bin geiler, bunter, fescher als das Original. Und dazu hab ich den größten Streamer der Welt dabei. Alter, leck mich am Arsch, ich ball euch aus der Partie. Ihr Loser schottert hier nur rum, so wie die Let's Play PUBG. Also in Deckung, der King der Spiele fragt euch brutal. Ich bin die Nummer 1, der König, ich bin Victory Royale. Hier spricht das absolute Profi-Game. Stream mich und dein Kanal wird sofort Fame. Alle sagen, dass ich nur ein Rip-Off sei. Doch bei meinen Player-Zahlen geht ihr mir alle am Arsch vorbei. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ach. War insane viel Aufwand. War krank viel Aufwand. Aufwand. Jetzt sitzen wir wieder hier um 2 Uhr nachts, machen die Endcard und hoffen, es wird noch was aus dem Mund. Okay, offensichtlich nicht mehr. Vielen Dank auf jeden Fall an Anni für dieses freshe Link-Kostüm. Vielen Dank auch an Ju für die ganzen Waffen. Das klingt so falsch. Also für ein paar der Spielzeugwaffen. Alles nur Spielzeuge. Was ist denn los hier? Teilt das Video, liked das Video, kommentiert das Video. Ich finde, wenn es ein Video von mir verdient hat,
Dann alle. Aber die ist ganz besonders, weil es wirklich echt viel Aufwand war. Wir haben den ganzen Tag gekämpft, die Sonne ist da, wir haben noch so viel Zeit und ja. Hat irgendwie dann geklappt. So. Es hat alles gerade so geklappt. Wir sind zwar 6 Stunden in einem Zeitplan, aber was ist los? Welt ist halt so. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare zum einen, wer eurer Meinung nach das krasseste Game war, also welches Game war am krassesten am Rappen und hat deshalb gewonnen. Bei der Frage, welche Games wollt ihr in Zukunft so sehen? Genau, man kann ja einen zweiten Part davon machen, man kann einen dritten Part davon machen, man kann einige Parts davon machen, man kann das wiederholen und ihr könnt sagen, was ihr in dem nächsten Part dann sehen könnt, welche Games. Ja. Aber hier gibt es noch was Spannendes, nämlich kann man hier jetzt draufklicken und dann kommt man zu einem Video von Simon Will. Oh, du gebastelt wurdest. Da könnt ihr ein wundervolles Video sehen vom wunderbaren Simon Will. Habe ich schon gesagt, das ist Simon Will? Es ist Simon Will. Falls ihr Simon nicht kennt, jeder kennt Simon. Aber falls ihr ihn nicht kennt, das ist Simon Will. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt mir posi. Auf Wiedersehen.